الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Der Iman an Allah Ta'ala ist das wichtigste Element im System des Imans. Aber was bedeutet der Iman an Allah? Bedeutet es, yani, schlichtweg an die Existenz Gottes zu glauben, an die Existenz eines Schöpfers zu glauben, oder steckt da mehr dahinter? Lasst uns eingangs festhalten, dass der Iman an Allah Ta'ala nicht nur der Glaube an die Existenz Gottes ist. Und ich bestätige unter anderem zahlreiche Stellen des Korans, wie zum Beispiel folgende Verse: Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Wie lassen sie sich also abwendig machen? Ein Vers weiter, zwei Verse weiter sagt er dann: Und wenn du sie fragst, wer vom Himmel Wasser herabkommen lässt, damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht, sagen sie ganz gewiss Allah. Sag, alles Lob gehört Allah, aber nein, die meisten von ihnen begreifen nicht. An dritter Stelle sagt er, und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Sag, was meint ihr wohl zu dem, was ihr anstatt Allahs anruft? Wenn Allah für mich Unheil will, können sie dann sein Unheil hinwegnehmen? Oder wenn er für mich Barmherzigkeit will, können sie dann seine Barmherzigkeit zurückhalten? Sag, mein Genüge ist Allah. Der Iman an Allah Ta'ala ist also mehr als das. In Realität kann nicht die Rede vom Iman sein, wenn nicht vier Perspektiven oder vier Aspekte realisiert werden. Nummer 1, der Glaube an seine Existenz. Nummer 2, der Glaube an seine Einzigkeit in der Herrschaft, dem Wirken und Schöpfen auf dieser Welt. Nummer 3, der Glaube an seine Einzigkeit hinsichtlich des Anspruches auf Anbetung. Nummer 4, die Vereinheitlichung Allahs in seinen Namen und Eigenschaften. Heute wollen wir über den ersten Punkt reden, die Existenz Allahs. Die Existenz Allahs ist eines der offensichtlichsten Realitäten dieser Welt. Und die Menschen haben eine natürliche Veranlagung, an die Existenz Allah Ta'alas zu glauben, sofern diese Veranlagung nicht beeinflusst wird. Manche meinten sogar, es gäbe so etwas wie ein Gottesgehen. Das behauptet zum Beispiel der Molekularbiologe Heimer in seinem Buch Das Gottesgehen. Es gibt zahlreiche Beweise, Argumente und Indizien, die diese Thematik bekräftigen. Allah Ta'ala sagt, er erwähnt im Koran einen sehr kurzen Vers, der aber diese Thematik sehr konzentriert darstellt und sie auf den Punkt bringt. Er ist so konzentriert, dass man eine Vielfalt der sogenannten klassischen kosmologischen Gottesbeweise daraus ableiten kann. Dieser Vers befindet sich in der Surah At-Tur. Er sagt darin: Oder sind sie etwa aus dem Nichts entstanden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Allah Ta'ala sagt hier: Sind sie ohne einen Schöpfer aus dem Nichts entstanden? Oder haben sie sich selbst geschaffen? Und bekanntermaßen kann etwas, das nicht existiert, nicht sein eigener Schöpfer sein, denn aus nichts kommt nichts. Es gibt Dinge, die sein können, aber nicht unbedingt sein müssen, um die Welt und das Leben zu erklären. Dazu gehört zum Beispiel unsere eigene Existenz. Ich kann existieren oder auch nicht existieren, und das ist nicht notwendig, um das Leben zu erklären. Das gilt genauso für das ganze Universum. Es kann existieren oder auch nicht, und man nennt diese Dinge das Mögliche. Dann gibt es andere Dinge, die unbedingt sein müssen, damit überhaupt etwas existieren kann. Und alles, was nicht notwendigerweise existiert, setzt also für sein Vorhandensein etwas voraus, das unbedingt notwendigerweise existieren muss. Und es muss auch hierfür eine absolut unbedingt notwendig existierende Erstinstanz geben. Und diese in sich selbst notwendige erste Instanz ist Allah oder Gott. Der Vers weist aber auch auf den Verursacherbeweis hin. Dass jedes Geschehnis, jede Wirkung eine Ursache hat, ist eine im Menschen verankerte, nicht angelernte Kenntnis. Genauso wie du nicht lernen musstest, dass ein Teil einer Sache kleiner ist als das Ganze. Oder dass ein und derselbe Körper nicht zur gleichen Zeit an zwei verschiedenen Orten sein können. Diese logischen, selbstverständlichen Erkenntnisse werden dem Menschen in den Schoß gelegt. Jede Wirkung weist auf eine Ursache, die diese Wirkung ausgelöst hat.
Man kann die Reihe der Ursachen nicht ins Unendliche fortsetzen, denn auch hier muss man irgendwann zu einer ersten Ursache kommen, die nicht verursacht ist, denn sonst gäbe es gar nichts. Am Anfang aller Wirkursachen muss daher eine Erstursache stehen, die selbst ohne eine weitere Ursache existiert. Und diese Erstursache ist Allah. Und damit erübrigt sich auch die paradoxe, dämliche Frage, wer Gott erschaffen hat. Ich gebe dir ein anschauliches Beispiel für diese Regel. Wenn ich eine These aufstelle und sie mit einem Beweis untermauere, dieser Beweis selbst ist aber eine Behauptung, die einen Beweis braucht. Du fragst dich dann nach dem Beweis des Beweises. Und ich nenne dir etwas, was selbst wieder einen Beweis braucht. Und so geht das weiter bis ins Unendliche, ohne dass diese Kette einmal zu einem unbestreitbaren Fakt einer selbstverständlichen Aussage kommt. Was wird das Resultat sein? Du wirst mich verleugnen, vielmehr wirst du meinen Beweis in Frage stellen und seine Existenz in Frage stellen. Und das nennt man in der Fachsprache infiniter Regress. In diesem Vers ist auch etwas, was die Gelehrten At-Taqsim wa-Sabr nennen. Das heißt, die Erfassung der möglichen Annahmen und ihre Überprüfung, um sie nacheinander abzuschalten und zur richtigen Option zu kommen. Hier werden drei Annahmen aufgestellt. Die erste, dass die Existenz aus dem Nichts entstanden ist, ohne Wirkung eines Schöpfers. Zweite Annahme, sie haben sich selbst geschaffen. Die Existenz, das Sein hat sich selbst erschaffen und kreiert. Und die dritte, dass sie von einem Schöpfer erschaffen wurden. Es ist unverkennbar, dass es viel leichter ist, an einen Schöpfer zu glauben, als anzunehmen, man wäre ein fein abgestimmtes, hochkomplexes Zufallsprodukt toter, planloser Materie, die auch noch von selbst aus dem Nichts entstanden ist. Die erste Annahme ist unvernünftig, denn aus dem Nichts kommt nichts. Die zweite ist noch absurder, da etwas, das nicht existieren kann, weder sich selbst noch etwas anderes erschaffen kann. Und übrig bleibt die dritte Annahme, nämlich der Glaube an einen Schöpfer Gott. Ich finde übrigens die Herangehensweise einiger Menschen äußerst absurd. Geblendet von der Erkenntnis der letzten Jahrzehnte, meinen sie nun, den Schöpfer überflüssig gemacht zu haben. Seit wann bedeutet das Begreifen der Funktionsweise einer Sache, dass sie keinen Urheber mehr hat, der sie kreierte? Das ist ja wie jemand, der im Dschungel lebt und dort ein Auto sieht. Er ist fasziniert von dem Auto und seinen Bewegungen. Und er bewundert den Planer oder den Bauer dieses Autos. Irgendwann öffnet er die Motorhaube, studiert die Funktionsweise und erkennt die Gesetze dahinter und die Prinzipien und sagt voller Stolz, es gibt keinen Autobauer. Ich habe die Geheimnisse des Autos herausgefunden. Die Naturgesetze erklären nur, was geschieht, sie schaffen aber nicht. Daher gibt es keine Naturgesetze, die den Ursprung des Seins erklären können, da es vor dem Sein keine Gesetze gab. Eines der größten Zeichen des Menschen ist seine eigene Schöpfung, ganz besonders die Entstehung des Menschen aus einer befruchteten Eizelle, die sich teilt und immer weiter teilt. Aus 2 werden 4, aus 4 werden 8 und schließlich 16 Zellen. Nach 5 Tagen sind es schon 100 Zellen. Letztendlich werden diese Zellen, die Augen, die Nase, die Ohren, die Glieder, das Gewebe, die Innereien und alles andere bilden. Ursprünglich eine Zelle, eine einzige Zelle, die nach einem maßgeschneiderten, zielorientierten Bauplan den Menschen herrichtet. Auch der Fakt, dass es 2 Geschlechter gibt, den Mann und die Frau, aufeinander abgestimmt und füreinander ausgerichtet, psychologisch und biologisch. Wie könnte die blinde, tote, willenlose Materie oder die Natur diese 2 Puzzleteile erschaffen und dann füreinander ausrichten? Allah Ta'ala sagt, und auf der Erde gibt es Zeichen für die Überzeugten und auch in euch selbst, seht ihr denn nicht? Und er sagt, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet, und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für die Leute, die nachdenken. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ati nufusana taqwaha. Zakkiha anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qulubin la takhsha' wa min nufusin la tashba' wa min da'awatin la yustajabu laha. Allahumma bassirna bi alaik
وآياتك واجعلها عبرة لنا وزيادة في الإيمان واليقين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما ومفاتيح الخير ومغاليق الشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.